Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Oh.
die Telemetriedaten. Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Gemacht. Platz 1, ganz stark. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren.
Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Wir sind soweit. Du hast Q2 erreicht.
Alles ist bereit. Dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Leer. Komm in den nächsten beiden Runden an die Box.
erst in den ersten beiden Sektoren noch zulegen. Zeit im dritten Sektor ist okay, aber du verlierst Zeit in den Sektoren 1 und 2. Noch 5 Minuten in dieser Session. Das Auto ist fertig. Los geht's. Du liegst hinter den Top 10. Du musst nochmal auf die Strecke. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Woo!
Minute, nur noch eine Minute. Wir haben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Geht's.
noch 30 Sekunden in dieser Session. Wir sind bereit.
weiter. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann DRS nutzen. Versucht die Lücke zu schließen.
Boxenstopp vor. Wir glauben, Massa kommt rein. Er müsste in den nächsten paar Runden an die Box gehen. Scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. An ihm vorbei. Du bist viel schneller in Sektor 1. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Vor Grosjean, du musst mehr pushen. Eindeutig zu viel Grip. Ich empfehle einen Reifenwechsel. Damit bleiben noch zwei Stopps. Wir haben ausgerechnet, dass die Red Star innerhalb der nächsten fünf Runden an die Box muss. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
sieht die Spritmenge gut aus. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Wegen unsportlichen Verhalten. Dagegen können wir nichts machen. Bleib konzentriert. Menge sieht gut aus, wir werden sie aber im Auge behalten. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung.
auf den 15. Platz geschoben. Nico ist an der Box. Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Passen demnächst zum Boxenstopp kommen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Hinter dem Soll zurück. Du musst jetzt deinen Rhythmus finden und schneller werden.
wird wohl in den nächsten Runden zum Reifenwechsel kommen. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Rundenzeiten sind etwas besser als deine. Er holt auf.
Hintermann versucht, Benzin zu sparen. McLaren schickt Button mit weicheren Reifen auf die Strecke. Button auf weichen Reifen. Wird wohl innerhalb der nächsten drei Runden zum Reifenwechsel kommen.
sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten sich vorbeilassen. Vorsprung auf Maldonado schmilzt. Seine Rundenzeiten sind eine ganze Sekunde besser als deine. Du musst reagieren. Perez wird in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Maldonado ist hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Deine Reifen sind ziemlich abgenutzt. Komm lieber rein und hol dir einen neuen Reifensatz. Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Okay, du musst
Wir sind nur eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Mal sehen, ob wir mit DRS an ihm vorbeikommen. Ricardo wird wohl innerhalb der nächsten vier Runden zum Reifenwechsel kommen. Verkehr auf, sei vorsichtig. Ricardo in einer der nächsten Runden an die Box kommt. Du hast 10 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann.
Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit.
hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Button ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Thank you.
während Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Versuch schnell vorbeizukommen. Sechs Sekunden. Sechs Sekunden. We'll be right back.
wirst das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Warten ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Deine Reifen sind ziemlich abgefahren. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Maldonado fährt wohl in den nächsten 3 Runden an die Box. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. We'll be right back.
läuft hinter dir. Sein Rückstand beträgt 5 Sekunden. Ist der Nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Bei Alonso für die weicheren Reifen entschieden. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Fahrer vor dir ist in Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Der ist jetzt auf den weicheren Reifen unterwegs. Sieht nach einem kürzeren Stint aus. Gutes Tempo, mach genauso weiter.
derzeit 15 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Sekunde pro Runde auf dich auf.
Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Wir müssen versuchen, die Lücke konstant zu halten. Button ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden.
Du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Das sind 2 Punkte. Klasse gemacht. Platz 5 in der Fahrerwertung verteidigt.